Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Ryuseya, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop und das möchte ich dir erklären. Dieses Bild, was du gerade siehst, entspricht deinem Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt. Und dieses Geburtshoroskop bleibt so, wie das ist. Da ändert sich überhaupt nicht. Und das bedeutet, so standen die Sterne, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast. Und das spiegelt dein Schicksal, das, was deine Seele ausgesucht hat. Und das bleibt. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und dieses Bild bleibt so stehen. Wir haben 12 Lebensbereiche. Und dort, wo du erkennst, wo Sonne, Mond und die Planeten stehen, diese Lebensbereiche sind für dich persönlich sehr wichtig. Das ist der erste Lebensbereich, deine Persönlichkeit, im Ausdruck zu bringen, wahrgenommen zu werden. Die 12. Lebensbereich, die Interesse, die Geheimnisse, das Leben, erforschen, auch karmischen Themen oder die Neugier, was passiert hinter geschlossenen Türen. Dann die Freundschaften sind wichtig, ist auch wichtig, Erfolg, Anerkennung, deine Berufung zum Leben, Ausland, Auslandskontakte oder eine innere Reise ist auch sehr wichtig oder eine höhere Bildung. Dann die Transformation, die Partnerschaft ist wichtig, ein Zuhause zum Haben ist wichtig und die Kinder und die Kreativität ist auch wichtig. Wo du karmische Erinnerungen hast, das erscheint hier im dritten Lebensbereich. Hier sind deine karmischen Erinnerungen. Also das bedeutet, dieses Bild bleibt so stehen. Was aber verändert, das bist du. Dein Leben verändert sich. Und du startest dein Leben hier, wo dein Lagna oder Aszendent steht, und das ist die Schütze. Die Schütze wird dich begleiten bis zu deinem Lebensende, weil du bist ein Kind davon und beeinflusst deine Persönlichkeit und sogar dein Aussehen. Also die Schütze-Energie bleibt. Und hier startest du und machst deinen Lebensschritte. Und alle 7 Jahre haben wir eine andere Zeitqualität, eine andere Phase. Das sind die 7 Jahre Perioden. Und wir kennenlernen in diesen 7 Jahren alle einzelnen Tierkreiszeichen. Die ersten 7 Jahre, die Schütze, dann die nächste ist dann Steinbock, dann kommt Wassermann. Und so kennenlernen wir alle 12 Tierkreiszeichen, und wenn das alles durch ist, dann erreichen wir ein durchschnittliches Lebensalter
84 Jahren, also 7 mal 12, und das entspricht genau einem Uranus-Durchlauf. Und diese einzelnen Lebensbereiche oder einzelnen Tierkreiszeichen dieser Perioden färben etwas in dein Leben. Das heißt, du hast diese Eindrücke in dein Leben oder dieses Thema, was die einzelnen Tierkreiszeichen vermitteln, genau, das sind die wichtigsten Themen in diesen 7 Jahren. Du befindest dich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge, das heißt, du bewegst dich einen Boden und das ist gerade die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das bedeutet, du brauchst viel Leichtigkeit zurzeit, ist auch ein gewisser Neugier da, du lernst vieles Neues, kommen ständig irgendwelche Eindrücke in dein Leben und auch Kommunikation und Kontakte interessiert, bist du auch neugierig, etwas Neues kennenlernen oder etwas lernen, kleinere Reisen sind möglich. Du bist noch ein Jahr in Tierkreiszeichen Zwillinge, dann wechselt sich das. Natürlich, das ist nicht so abrupt, hier ist die Grenze und dann kommt die neue, das ist schon eine fließende Energie und übergehst dann in Tierkreiszeichen Krebs. Und Tierkreiszeichen Krebs wirkt dann 7 Jahre lang auf dein Leben und das bedeutet, wichtiges Thema wird sein, Familie, ein Zuhause zu haben, auch ein gewisser Rückzug, die Ruhe bewahren und Familie, eigene Zuhause, das ist dann die Krebsenergie. Und in dieser Zeit, wenn das kommt, wirst du dein Leben oder die Umgebung eher mit deinen Gefühlen wahrnehmen. Nicht nur du änderst dich, sondern auch Sonne, Mond und Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch Wandelsternen oder beweglichen Sternen. Die langsameren Planeten lösen schicksalhafte Ereignisse, Entscheidungen, Veränderungen aus. Die schnelleren Planeten, die wiederkehren sich auch immer wieder, haben auch einen Einfluss auf unseren Alltag, aber es ist nicht unbedingt gesagt, dass das jetzt schicksalhafte Veränderungen kommen bei einem Merkur-Einfluss oder bei einem Venus-Einfluss. Aber wirken schon auf unserem Leben. Und diese Bewegung nennt man als Transit. Und wenn du wissen möchtest, jeden Tag, wie ist es gerade, dann empfehle ich mein Tageshoroskopen anschauen. Das ist auch nach indischer Astrologie. Dann weißt du jeden Tag, wo sich die Planeten bewegen gerade. Und genau in dem Tierkreiszeichen, wo hier ausgelegt ist, kannst du auf den einzelnen Lebensbereichen dann zuordnen. Dann weißt du selbst auch, erkennst du selbst, oh, was ist zum Erwarten. Bei Merkur-Energie kannst du mit einer Nachricht rechnen oder mit einem Termin rechnen. Bei Venus-Energie verschönerst du etwas oder kaufst was Schönes oder hast du Kontakt mit einer Frau oder erlebst etwas in der Liebe, Partnerschaft oder zeigst deine Kreativität. Bei Jupiter-Einfluss hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten oder hast du rechtliche Themen. Entweder bekommst du deine Rechte oder verläuft etwas ungerecht. Das kann bei Jupiter-Einfluss auch sein. Oder bei Jupiter-Einfluss vergrößerst du etwas. Und bei Mars-Energie, entweder setzt du deine Kraft ein für etwas oder begegnest du mit einem männlichen Personen. Und so wie sich die Planeten bewegen, kannst du immer sehen, in welchen Lebensbereichen etwas ausgelöst hat. Und jetzt gehen wir durch den Jahr. Was ich nicht erkläre, das ist die Mondenergie, weil Mond bewegt sich so schnell, dann würde diese Aufnahme ewig lang dauern. Aber Mond hat einen sehr großen Einfluss auf unserem Alltag, löst auch Veränderungen aus und vor allem hat einen sehr starken Einfluss auf unserem
Stimmungen, auf unseren Gefühlen auch. Also da empfehle ich wirklich die Tageshoroskope zum Anschauen. Die langsamste Planet, die letzte in unserem Sonnensystem, ist Pluto. Pluto gibt uns die inneren Kraft. Und Pluto zeigt, wie wir in dieser Kraft bleiben, damit wir Grenzen setzen und vieles loslassen. Pluto ist diese transformierende Energie und spiegelt etwas, was wir auch bei Pluto Einfluss auch verspüren, und das ist das Loslassen. Weil Pluto kann das gar nicht erlauben, etwas sich einlassen, was Zeit oder Energie raubt. Weil Pluto bleibt konzentriert in Kraft, und das zeigt auch unserem inneren Kraft. Es ist auch die sexuelle Energie, weil diese Kraft hält das Leben erhalten, hat einen Einfluss auf die Regeneration in unserem Körper, hat einen Einfluss auf die Jahreszeiten, die Kreislauf des Lebens ist es, und die Sexualenergie, das Leben erhalten zu bleiben. Und diese Macht der Konzentration und diese Macht, diese inneren Kraft, Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr hier im Schütze und hat einen Einfluss auf dein Leben, auf deine Kraft zu bleiben, Macht zu zeigen. Pluto ist auch Macht und auch Reichtum. Aber du darfst nicht erlauben, dass andere deine Kraft nehmen oder andere dich unterdrücken, sondern hier zeigst du deine Macht in allen Lebensbereichen, dass du zu deiner Persönlichkeit stehst und das im Ausdruck bringst. Das gibt dir die innere Stärke und Macht über dein Leben in allen Situationen. Dann kommt Neptun. Neptun zeigt unseren Träume. Diese Traumbilder oder unsere Fantasie entsteht auch durch Neptun-Energie, wird dann mit Mondenergie uns vermittelt, aber diese Bilder entstehen bei Neptun-Energie. Bei Neptun können wir kreativ sein, unsere Träume zum Leben, aber ein Traum ist so unbegreiflich manchmal, hat mit Realität erstmal nichts zu tun. Und dann kommen wir so in diesen Zustand, wo wir anfangen daran zu zweifeln und sagen, ja, das ist so betrügerisch, weil das ist nicht die Realität. Aber ein Traum kann Realität werden. Und das betone ich immer wieder. Und das ist diese wunderbare Energie an Neptun, unserem Träumen leben. Und die sind die glücklichen Menschen in unserer Welt, die eine Vision haben und das pflegen auch, und das geben sie nicht auf. Und dieser Traum zeigt Neptun und befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Natürlich, hier hast du karmischen Themen, das zu Zeit bildhaft oder über Träume kommen auch diese Erinnerungen. Dann kommt Uranus. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Uranus kommt manchmal wie ein Blitz, wir rechnen damit gar nicht, und oft ganz ungewöhnliche Art und Weise oder haben wir außergewöhnliche Begegnungen auch. Uranus ist im Widder. Uranus, Neptun, Pluto bleibt ganzes Jahr in diesem Tierkreiszeichen. Saturn ist der Planet der Schicksal, lenkt unserem Schicksal, belehrt uns auch. Der große Lehrmeister ist im Schütze und bleibt nach indischen Berechnung ganzes Jahr im Schütze und
Das wirkt auf deine Persönlichkeit. Jetzt entfaltet deine Persönlichkeit. Jupiter vergrößert etwas, zeigt unsere Größe. Das ist unsere inneren Sonne und daran liegt auch die Weisheit. Nach innen schauen, dieses Licht an unserem inneren suchen, aber auch finden. Das ist ein Tempel, ein inneren Tempel, wo unsere Seele wohnt. Das ist ein höheres Selbstbewusstsein. Das ist das Weisheit des Jupiters. Und Jupiter bringt aber auch uns Möglichkeiten und Chancen, kennt die Gesetze des Universums und verdreht die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück und zeigt uns, öffnet unsere Augen auch für die Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Gerade in diesem geheimnisvollen Bereich, wo diese Weisheit handelt, nicht in, nach oben, sondern in die Tiefe schauen. In die Tiefe, in deine Seele, deinen inneren Tempel. Und bedeutet natürlich auch erkennen die Ungerechtigkeiten, dass du hinter den Kulissen schauen kannst. Mars gibt die Kraft, aber bedeutet auch männlichen Personen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das kann bedeuten, du musst dich durchsetzen zu Hause. Kann auch bedeuten, du setzt deine Kraft ein, damit wohnlich etwas verändert. Oder eine männliche Person, der einen Einfluss hat auf dein Privatleben. Venus ist im Waage. Das kann eine weibliche Person sein, hier im Freundeskreis. Kann auch bedeuten, hier erlebst du die Liebe oder zeigst deine Weiblichkeit, deine Kreativität. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen ist im Schütze. Da kannst du mit einer Nachricht rechnen oder du hast zurzeit viele Gespräche. Das ist Januar 2019. Und Sonne ist auch im Schütze. So ist die Bewegung am Januar. Natürlich, Merkur und Venus bewegt sich relativ schnell. Das kann passieren, dass innerhalb einem Monat ändert sich schon die Tierkreiszeichen. Jetzt die Mondphasen. Wenn Neumond ist, dann ist gut zurückziehen, nach innen schauen und meditieren. Und immer in dem Lebensbereich, wo dieser Neumond stattfindet, Vollmond zeigt die Licht, die Helligkeit, die Orientierung, die Klarheit und ein Halbmond löst immer wieder Spannung aus, innere Nervosität. Kann auch bedeuten, dass unsere Umgebung ist Stress und so nehmen wir wahr. Ich würde trotzdem die Tageshoroskopen anschauen, weil da achte ich immer sogar auf die Uhrzeit, wann ist genau Neumond oder Vollmond oder Halbmond. Das ist jetzt mal so die Richtung, so wie ich in meiner Tabelle das nachgeschaut habe. Aber eine genaue Beschreibung durch die Mondposition gibt dann natürlich die Tageshoroskope. 14. Januar ist Halbmond im Fischen. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge und gleichzeitig ein totale Mondfinsternis. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Die langsamen Planeten bleiben, aber was sich ändert, das ist Venus und Sonne und Merkur. Mars bleibt noch. Das heißt Februar 2019, Venus ist im Schütze. Sonne und Merkur ist im Steinbock. Das heißt, Februar fließt Lebensenergie auf die Werte und Finanzen. Hier hast du Gespräche oder Verträge. Kann auch bedeuten, dass du schlicht einfach ein Buch kaufst und gibst du Geld aus für eine Schulung oder gibst du Geld aus
ein Buch zu kaufen. Und hier ist wichtig, mit dieser Venus-Energie dein Aussehen achten, kaufst ein schönes Kleid oder gehst zum Friseur und lässt du die Haare machen. Also hier achtest auf die Weiblichkeit. Rahu und Ketu ist noch wichtig. Ketu zeigt die alte Karma. Bis März ist Ketu im Steinbock, löst alten karmischen Erinnerungen aus. Und bis März ist Rahu den neuen Weg hier im Krebs. Und es wäre für dich die Transformation sein. Und ab April ändert sich dann die Position. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. März, Venus wird enden, Sonne, Merkur und Mars ändert sich auch. Mars ist im Widder. Venus ist im Steinbock. Sonne ist im Wassermann und Merkur ist in Fischen. Und das würde dir bedeuten, dass du hier Geld ausgibst oder gibst Geld für eine weibliche Person oder bekommst du Geld von einer weiblichen Person, kann auch bedeuten. Hier ist die Sonnenenergie, die Lebenskraft aktiviert, die dritte Lebensbereich. Und hier die Merkur-Energie, entweder lernst zu Hause etwas oder ziehst du dich zurück und liest du etwas. Kann auch bedeuten, dass hier ein Vertrag unterschreibst und das hat mit der Wohnsituation etwas zu tun oder bekommst du eine private Nachricht. Und Mars, hier ist die Energie. Im fünften Lebensbereich, das kann die Kinder sein oder mit einer männlichen Person einfach die Leben genießen. Kann auch bedeuten, du setzt deine Kraft ein und zeigst diese Kreativität. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas bremst, aber bedeutet Rückläufigkeit auch Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass die Gespräche, Termine nicht vorangehen, dass es Zögerungen gibt. Kann auch bedeuten, hier meldet sich jemand von Vergangenheit. 6. März ist Neumond im Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond in Skorpion. April. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Mars ändert sich auch. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Hier zeigst du Kraft oder musst du dich behaupten oder hast du im beruflichen Umfeld ein Kontakt mit einer männlichen Person. Sonne ist in Fischen. Und Merkur, Venus ist in Wassermann. Merkur ist rückläufig, kehrt zurück. Und Venus ist auch hier in Wassermann. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig, 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond in Zwillingen, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai.
Sonne ist im Widder. Merkur, Venus ist in Fischen. Mars bleibt bei Stier und seit April, das habe ich vergessen zu erwähnen, seit April ändert sich die Position von Mondknoten. Das heißt, die alten karmischen Knoten Ketu verlässt April in Tierkreiszeichen Steinbock und übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Die Mondknoten bewegt sich gerade in andere Richtung als die Planeten. Also hier hast du persönlich karmische Themen und aktiviert bei dir etwas, was in Vergangenheit passierte. Und die neue Richtung, Rahu, was deine Seele sucht, die Orientierung, die Neuigkeiten, Rahu befindet sich ab April ganzes Jahr hier in Zwillingen und aktiviert bei dir die Partnerschaft. Und das sind karmische Begegnungen oder karmische Liebe. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Venus ist im Widder. Sonne und Merkur ist im Stier und Mars ist im Zwillinge. Mars ist im Zwillinge, eine männliche Person, gerade hier im Bereich Partnerschaft. Und Sonne und Merkur ist im sechsten Lebensbereich. Arbeit ist wichtig, deine Gesundheit ist wichtig, hier sind Termine, Gespräche, das löst die Merkur-Energie aus. Juni ist eine wichtige Verbindung, eine Rückläufigkeit löst karmische Themen aus. Saturn ist rückläufig, Pluto ist rückläufig und Ketu ist auch im Schütze. Das heißt, Saturn, Pluto und Ketu noch hier im Schütze löst etwas aus. Jupiter kehrt wieder zurück zum Skorpion. Aber Pluto und Saturn und Ketu ist hier. Und sie bilden sich eine Konjunktion. Also Ketu, Saturn, Pluto, die drei hier im Schütze, bilden sich im Juni eine Konjunktion miteinander. Und das heißt, sie wirken zusammen. Und das ist wirklich eine sehr starke Energie und das hat mit alten Erinnerungen, mit alter Karma was zu tun. Und für dich mit Schütze, Aszendent, natürlich ist das wichtig, da löst bei dir etwas aus. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli, Sonne und Venus ist in Zwillinge. Also hier fließt die Lebensenergie, Liebe ist hier auch wichtig, aktiviert die Partnerschaftsbereich und Merkur und Mars ist im Krebs.
8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis ist im Schütze. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Merkur ist in Zwillingen. Ist rückläufig, also kehrt zurück zum Zwillingen. Und das kann bedeuten, jemand kehrt zurück in dein Leben und der Bereich, wo du das erlebst, ist die Partnerschaft. Sonne, Mars, Venus ist im Krebs. Mars, Venus ist der Liebesplanet. Hier im 8. Lebensbereich handelt es sich um Transformation, aber auch Sexualität. 12. August wird Jupiter direktläufig, 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs, 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das ist dieser königliche Stern, der Herz der Löwen, also die Herzensangelegenheit wird sehr wichtig. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Merkur auch. Also hier fließt die Energie Richtung Ausland, Auslandskontakte oder Fremdsprache zum Lernen. 19. September wird Saturn direktläufig. Das wirkt auf uns alle, weil Saturn löst bei uns allen schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Entscheidungen, immer in diesem Lebensbereich, wo Schütze ist. Und ändert sich die Richtung und bei dir geht's alles voran ab 19. September. 6. September ist Halbmond im Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Hier ganz oben. Du kannst deine Ziele erreichen oder ist dein wichtig, Anerkennung zu bekommen, deine Berufung zum Leben. Und Merkur ist im Waage, das würde bedeuten, dass du Kontakte hast im Freundeskreis oder unterschreibst du einen Vertrag in einen Verein. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November, Mars ist im Jungfrau, also bleibt, und Sonne, Venus und Merkur ändert sich. Das heißt, Sonne ist im Waage. Merkur, Venus ist in Skorpion. Hier im Bereich die Geheimnisse ist sehr wichtig, diese Merkur- und Venus-Energie zu beschreiben. Das kann bedeuten, dass du
etwas erfährst, weil jemand erzählt ihre Geheimnisse. Und das ist eine weibliche Person. Oder jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse und das handelt sich um die Liebe. Bedeutet auch, wenn du deine Geheimnisse hast und hier bei Venus-Energie handelt sich um die Liebe, dann wäre besser zum Schweigen. Wenn das um deine Liebesangelegenheit handelt und du weißt nicht, was soll ich tun, dann mit dieser Merkur-Venus-Energie im 12. Lebensbereich würde bedeuten, sei eher zurückhaltend, warte, bis er sich öffnet. Hier löst aber auch karmische Themen aus. Die nächste Möglichkeit, das zu deuten, weil hier im 12. Lebensbereich sind auch unsere geheimen Feinden, dass eine weibliche Person hinter deinen Rücken etwas über dich redet. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun auch direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Merkur ist rückläufig, kehrt zurück. Das kann hier eine männliche Person sein, wo du dann kontaktierst. Venus ist im Schütze und Sonne befindet sich in Skorpion. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Ryusea, das war diese Jahreslegung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.